Hey Leute, was geht ab? Ich hoffe, ihr könnt mich hören und sehen. Ich bin hier gerade bei BMW, wo genau, sage ich euch aber nicht. Aber ich habe ganz gute Neuigkeiten. Und zwar, ich habe jetzt für meinen BMW 330i die offiziellen und originalen BMW Showroom-Kennzeichen. Wenn ihr nicht wisst, was die Showroom-Kennzeichen sind, das sind die schwarzen Kennzeichen mit weißer Schrift mit der jeweiligen Typbezeichnung. Ob 3er oder sowas oder 1er, 2er, 3er, X5, M3 und so weiter und so fort. Da habe ich jetzt passend zu meinem Modell, zum BMW 330i, die offiziellen BMW Showroom-Kennzeichen 330i. Und ich habe die gerade bekommen. Das ist super geil. Ich freue mich mega heftig darüber, weil das sind Schilder, die wollte ich schon immer mal haben. Ich habe auch schon rumgesucht, ob ich die vielleicht irgendwo anders bekomme oder irgendwie selbst machen lassen kann oder sowas. Also den ganzen Quellen habe ich irgendwie nicht vertraut und ich wollte halt die Originalen haben. Und das hat sich dann irgendwie so ergeben, dass ich bei BMW mit jemandem ins Gespräch gekommen bin. Hab den von meiner Idee erzählt und dann wirklich für mich auf die Suche gemacht und hier mal ein bisschen rumgekramt und rumgesucht und hat sich die Schilder oder hat mir glücklicherweise die Schilder organisiert. Das Ganze ist aber noch ein bisschen interessanter für euch, muss ich sagen. Und zwar ist es so geworden, dass ich angefragt habe, ob ich auch einfach mehr kriegen könnte. So, weil eigentlich darf man die offiziell, soweit ich weiß, darf man die eigentlich nicht bekommen oder rausgeben. Aber der jeweilige Kollege ist auf jeden Fall ein super korrekter, hat soweit das irgendwie, glaube ich, selbst intern ausgehandelt und stellt uns die zur Verfügung. Also ich werde in Zukunft mehrere Schilder im Petto haben, sage ich mal so. Ich habe aktuell noch welche vom X6, vom 1er und vom 2er, aber jetzt nur so 1er-Reihe, 2er-Reihe und X6, noch keine genauen Typbezeichnungen, aber ich denke, in Zukunft wird noch einiges mehr an Schildern kommen. Wenn ihr Interesse habt an den Schildern und da auch irgendwie Bock habt, davon ein paar zu bekommen oder irgendwie welche haben wollt, dann meldet euch gerne bei mir. Meine E-Mail-Adresse, die ich dafür eingerichtet habe, ist markmonettiofficial@gmail.com. Da könnt ihr mich gerne anschreiben, ansonsten auch immer über YouTube, am besten aber über E-Mail oder über Instagram oder Facebook oder sowas. Also schreibt mich irgendwie auf allen Kanälen an. Ich werde gucken, was ich alles im Bestand habe, welche Schilder ich alle mit der Zeit reinbekomme und welche ich habe und versuche ich dann auch damit ein bisschen mitzuversorgen. Und ich habe letztens bei Insta gepostet, dass ich da die Schilder in Aussicht gestellt bekomme und jetzt habe ich sie, also die schreibe ich gleich mal oder blende sie hier irgendwie ein und auf jeden Fall habe ich euch gesagt, dass für euch eine Überraschung dabei ist. Also für euch habe ich auch ein paar parat. In naher Zukunft. Mal sehen, was hier noch alles ergibt. Genau, ich werde so eine kleine Liste machen. Da haben mich auch schon, wie gesagt, einige angeschrieben, die auch Interesse hatten an den Schildern. Mal sehen, was sich da noch alles ergibt. Ich bin ganz offen, wie heißt es dann? Ich bin ganz gespannt, was noch alles kommt. Ich sitze gerade noch im Auto bei Klimaanlage auf 28 Grad hier, weil ich bin eben voll durch den Regen gefahren und gegangen und ich bin klitschnass, meine ganze Hose ist nass, meine ganze Jacke hat vorhin getrieft. Zum Glück habe ich eine Kapuze auf, sie gehen meine Haare halbwegs noch irgendwie, aber das war echt ein kleiner Act. Das war es soweit von meiner Seite, ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, welche Schilder und wie viele noch alle kommen und ich freue mich auf jeden Fall, euch da auch ein bisschen was bieten zu können. Also das war es soweit von meiner Seite mit den originalen BMW Showroom Schildern. Legal erworben. Und haut rein Jungs, ich freue mich, peace. Genau, das bilde ich nochmal ein. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich euch was Gutes tun kann. Und falls ihr jemanden kennt, der auch solche Schilder haben will, wenn ihr einen Kollegen habt, einen Freund habt, der die Schilder sucht, der welche haben will, am besten verlinkt das Video, teilt das Video oder edit ihn hier oder schickt ihn das direkt, dass er mir irgendwie Bescheid geben kann und dass ich dann möglichst viele Leute mit den Schildern versorgen kann oder die Leute, die Freaks, sag ich mal so, die Experten, die Bock auf sowas haben, dass ich denen was bieten kann. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn euch das gefällt. Lasst einen Daumen da, abonniert den Channel, wenn ihr mehr von mir hören wollt. Schaut auch mal auf meiner Insta- oder meiner Facebook-Seite vorbei. Ich bin ziemlich viel auf Insta aktiv. Da gibt es immer so die Daily Updates. Und ich denke mal, ich werde das auch mal ein bisschen vlogmäßiger hier auf dem YouTube-Channel machen. Habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber jetzt wird es wirklich so kommen. Also das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch was und Peace. Check it, check it, I said this industry is doggy, doggy, y'all.